bestellt als Expeditionsleiter seiner Majestät, Dirk Bach. Jetzt sind wir uns nicht sicher, sind das jetzt indische oder afrikanische Pinguine? Das müssen wir dann nachschauen, ja? Bach, wir fühlen uns geehrt, dass er da ist. Oh, Euer Majestät, ich fühle mich auch sehr, sehr geehrt. So schön anzogen hat er sich. Ja, ja, ich habe Ihnen zu Ehren habe ich mein prächtigstes Gewand, was mich in den Dschungel begleitet hat, angelegt. Ja, ja. Andererseits wiederum, er kann ja tragen, was er will, ne? Danke, Euer Majestät, ich sehe das eigentlich auch so. Ich bin in dieser Stadt ja schon mal aufgetrunken, ich habe gar nichts getragen, nur kleine Leuchtstäbe, also... Kleine Leuchtstäbe? Sehr kleine Leuchtstäbe. Wie viele? Viele, 30 Leuchtstäbe. So als Baströckchen? Ja, so als wie, genau, als kleines Josephine Baker Baströckchen. Ja, man muss nicht alles sehen, was gezeigt wird, ne? Sei verstanden. Bestellen Sie eine Lobotomie für uns. Wir haben ein Bild in unserem Schädel, das muss rausgebrannt werden. Wie gibt's das, dass man sich etwas in die Horn hat, eine brennt, was man gar nicht gesehen hat? Jetzt sind wir auf unserem geistigen Auge blind. Wurscht. Aber ihr tragt das Bild sicher weiter in eurem Herzen für mich, auf jeden Fall. Na, ein bisschen weiter unten. Das hatte ich gar nicht so hoffen. Und weiter gewagt. Hinten. Ach so, das ist ja auch. Ja. Er ist ja ein bekennender Ding, nicht? Ein was? Ein Ding. Bei uns in Wien sagt man ja... Ding? Ding zu dem Ding, nicht? Zu dem Ding sagt man... Nein! Zu welchem Ding sagt man Ding? Also wenn ein Mann und ein Mann, dann sind die beiden Ding, nicht? Dann sind die beiden ein Ding? Nein, nicht ein Sächlich? Ding. Sächlich? Nein! Ja, aber was... Er versteht das nicht, sei verstehen. Naja, er ist ein Ich weiß, es gibt eine gewisse Sprachbarriere zwischen unseren beiden Ländern. Was heißt Sprachbarriere? Ja, das mit dem Ding, das... Man ist dann ein Ding? Nein, man ist Ding. Bei uns heißt das nur schwul. Sowas haben wir nicht in Österreich. Wir sind ein glückliches Volk. Das Gespräch hat eine Richtung genommen. Vielleicht wollen Majestät wieder auf die Expedition zurückkommen? Ja! Oh, eine gute Idee. Ja, ja, wir brauchen ihn als Scout. Oh. Ja. Er war ja schon in Neuseeland dort. In Australien. Nein, wir sind sicher, dass das ist in Neuseeland gedreht worden. Das war davor das Land. Wir waren in Australien. Nein, wir sind 100%... Herr der Ringe ist in Neuseeland gedreht. Das ist ein Hobbit, oder nicht? Hat er den Ring noch? Wir könnten den Ring gut ein gebrauchen. Ein Hobbit-Ding sozusagen, nein, ja. Ein Ring! Nein. Ring! Ja, ja, ich weiß nicht, Ring. Einen, um sie alle zu knechten. Wir wollen die alle knechten. Ich sage, vom Format bin ich ein Hobbit, aber meine Füße sind definitiv zu klein. Die haben diese ganz großen Füße. Aber wir waren wirklich nicht in Neuseeland, da waren nur die Hobbits. Wir waren in Australien. Also, und wie hat das geheißen? Also in Neuseeland könnte ich euch nicht helfen, Majestät. Das hieß, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ah, ja, genau. Ja. Wo sie so nett waren, uns die Mause Lugner für eine Zeit abzunehmen. Gell? Wenn's nicht angenäht werden, wir würden uns einen Orden von der Brust reißen. Dafür. Ja.
Das ist ein außergewöhnlicher Mensch mehr. Haben Sie schon einmal da gehabt bei einer Audienz? Und dann haben wir länger keine gemacht. Ah ja. Was macht er denn jetzt gerade? Er macht jetzt gerade, ist er unterwegs und macht Werbung für den neuen Disney-Trickfilm und einen anderen Trickfilm und dann noch einen dritten Trickfilm. Ja, er synchronisiert ja sehr viel. Ja, nicht so, ja, jetzt auf einmal dreimal hintereinander. Erst ein Hund, dann ein Drachen und dann ein Regenwurm. Urmel aus dem Eis. Urmel aus dem Eis, ja, das war ich auch, genau. Ja. Das haben wir gehört. Majestät hat Urmel aus dem Eis gehört. Ja, das war so spannend. Eine sehr schöne Geschichte. Ja. Auch mit einem König. Deswegen haben wir es uns angehört. Ja, weil das Urmel hat auch im Schloss gespielt. Ja. Ja. Wieso hat er so viele Anhänger da drauf? Auszeichnungen, Liebesbeweise, was man halt so kriegt in einem langen Künstlerleben. Oder in einem Land wie Deutschland, nicht? Wir Österreicher schenken den Leuten, die wir mögen, schöne Orden. Das, was wir verleihen, ist wirklich sehr unschön. Das wird man hier noch nicht mal sehen. Das ist ja nur so groß und ist mehr wie so ein kleiner Anstecknadel. Ja, mehr haben wir nicht mehr. Eine Wandernadel, ne? Ja, mehr gibt es bei uns nicht. Ja. Er will ein Glas Wein haben vom Muster? Auch gern, sehr gern, ja. Vormärz! Richtig. Am Anfang riecht es ein bisschen irritierend. Nach Tennissocken? Es riecht wirklich ein bisschen irritierend. Auf unser Wohl. Aber er ist ihn wirklich irgendwie böse. Ja, nein, nein, der kann gar nicht böse sein. Das bringt den Intellektuellen nicht auf den Rang. Auf Ihr Wohl, Majestät. Ja. Aber es ist wirklich anders als sonst. Anders als deutscher Wein. Ja, 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 ja. Das habe ich ja gar nicht gemeint. Ich meine, so deutsch bin ich ja nicht, dass ich alles deutsch tue. Nein? Nein, nein. Wir sind auch gerne international unterwegs. Jetzt fängt er schon wieder mit dem Thema an. Also schmeckt ihm der Wein oder nicht? Doch, er schmeckt. Er schmeckt. Er ist sehr kräftig. Er hat... als hätte man ihm schon etwas noch Kräftigeres beigemischt. Alkoholmäßig. Ja, er ist ein richtiger Weinexperte. Also wir würden sagen, der knallt ordentlich. Kann er für 2 Minuten seine sexuellen Präferenzen zurückstecken? Aber ich mag das. Das haben wir schon kapiert. Gibt es in Deutschland auch Weine? Ich kenne mich da nicht so gut aus. Ah, Überraschung. Bei ihm funktioniert es nicht. Ach so, ja, er ist ein Ding. Das ist die Erklärung. Wohin sollte ich denn jetzt für Ihre Majestät? Wir haben also jetzt nichts verstanden. Wegen der des Scouts wegen. Also was soll ich erkunden? Erkundens, was anderes? Ja. Also irgendwo, wo wir nicht sind? Ja. Und dann bleibst du dort? Das ist nicht so schwer. Österreich ist ziemlich klein. Oder sollte ich... Er sollte wissen, dass die Größe eines Landes und auch eines Menschen nicht in Zentimetern gemessen wird. Hm?
Menschen manchmal in Kubikdezimeter. Ja. Nein, aber meine Hochachtung, das ist ein Spruch, da hätte ich nicht gedacht, dass ich den jemals von einem Kaiser hören würde. Aber gefällt. Na, wenn der Kaiser so groß ist wie wir. Also Bach, es hat uns sehr gefreut, dass er da war. Ja? Danke. Aus ganzem Herzen. Ja. Er ist für unseren Geschmack ein bisschen zu wild. Ja? So ein Wildbach quasi. Ja. Pass es auf, dass nicht Dings, nicht? Zu viel, Dings. Er darf sich zurückziehen, aber er muss auch einmal ein bisschen brav sein, nicht?